Remio. Das tut gut, wenn ihr auch Tiere habt, ne? Das beruhigt einen und relaxt einen. Da kommt Flecki noch. Hallo Flecki. Na? Das tut den Hundi gut und auch einen selber. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich gehe gleich zur Arbeit, aber jetzt noch 5 Minuten hier den Hundi streicheln. Katzi war vorher dran. Und dann gehe ich schaffen. Heute ist der 5. Tag des Heilfastens, der 23. Februar 22. Ja, jetzt guckst du einfach komisch, streichel nicht. Ja, gleich. So, ich bin wieder schaffen. Es ist 9 Uhr. Also viel habe ich heute nicht getrunken. Werde aber, wenn ich dann nach Hause komme, mir warmen Tee machen und Wasser trinken, so dass ich jetzt 1 Liter trinken werde. Warum tue ich Heilfasten? Also es tut nicht wegen dem Abnehmen. Abnehmen ist ein schöner Nebeneffekt. Das stimmt. Aber ich mache das einfach, ja, diese andere gesundheitliche Sachen, ne? Bei mir ist es dieses Entgiftung. Dann habe ich wenige Kopfschmerzen, Migräne mindert's. Dann durch diese, ja, Krampfadern, die Geschichten mit Durchblutung wird dabei besser sein. Guck mal, wie toll, auch meine Haut ist wieder besser. Und ja, die Schlafprobleme lösen sich, dass ich halt durchschlafen kann. Das ist auch nochmal so ein Faktor. Ich glaube, ich habe nichts bei mir noch vergessen. Aber es gibt viele, viele, viele Sachen, was echt gut ist und deswegen Fasten gut tut. Und ich bin ja Christ, deswegen nehme ich auch die Bibel und bin ganz nah am Gott. Also das heißt Fasten, ja, und beten, Bibel lesen, das ist jetzt, boah, für mich das Größte, was es gibt, das Größte, was es gibt. Und ja, ich bin ja bei Tag Nummer 5. Also ich habe ein Hoch, mir geht's gut und so kann es weitergehen, so kann es weitergehen. Ja. Also, bis dahin. Heute muss ich früher auch noch kochen. Ja, dann mache ich gleich für 2 Tage. Dann habe ich nämlich für 2 Tage was. Habt ihr schon was gefastet mal im Leben? Also heilgefastet nach Buchinger? Kannst du ja unter den Kommentaren schreiben. Da bin ich sehr gespannt. Und wie ist es euch dabei gegangen? Also Fasten ist sehr individuell, auch bei mir. Ich habe es gemerkt. Manchmal läuft es super, manchmal gar nicht. Ich hatte ja anfangs Schwierigkeiten. Habt ihr ja mitbekommen. Ja, also es ist echt unterschiedlich. Die Sonne scheint und ich habe noch mir was gekauft. Ich war unten im Dorfladen und habe mir noch Tee gekauft. Und das werde ich mir jetzt machen und mir den Tag oder Vormittag noch gut gehen lassen. Und guckt mal, wer da ist. Die Mio. Die Mio ist auch da. Und die Kinder von der Grundschule sind draußen, die sind mal singen. Guckt mal das Wetter an. Wow. Da ist noch ein bisschen die Wolke. Wenn die weg ist, dann kommt die Sonne. Garfield war auch noch hier unterwegs. Das ist die Nachbarskatze. Und ich habe meinen Tee da, wo ich gekauft habe. Guckt. Und genieße jetzt diesen Ausblick. Und die Musik von den Kindern. Ja, ihr Lieben, also ich faste ja, aber ich koche normal für die Familie. Das sind jetzt Maultaschen, wie ihr seht, dann auch vegan. Und hier habe ich dann noch Pfannkuchen, mache ich, backe ich auch aus. Und da habe ich noch die Tomatensoße. Da habe ich noch ein paar andere Sachen reingegeben. Rote Bohnen und so. Und ja. Also ich tue mich immer so für Ausgaben beim Kochen.
Ja, mir macht es auch nichts aus zu kochen für die Familie und das war eigentlich immer so. Und wenn da was Besonderes ist, dann habe ich mir das nämlich noch eingefroren. Apropos eingefroren, guck mal, was ich noch hatte eingefroren. Hehe, Gemüsebrühe. Das heißt, wenn ich es verdünne mit Wasser, habe ich es auf zweimal. Dann brauche ich für mich nicht kochen heute. Ja, und heute habe ich für meine Familie auch was gebacken. Das ist für meinen Mann, extra ein Herzle, und für die anderen dann normalen Kuchen. Wirklich, also heute habe ich wirklich viel Kraft und mir geht es super gut. Aber ich weiß, ich muss aufpassen und langsam tun trotzdem. Und das ist meine Fastenbrühe. Ich freue mich schon, die zu essen. Guten Appetit! Ich zünde diese Kerze an für Frieden auf der Welt. Ihr Lieben, es wird immer heller und heller. So, ich bin in der Arbeit und muss sagen, dass ich vorher so um 3 herum echt Kopfweh, starke Kopfweh gekriegt habe. Ich habe mich hingelegt, ich konnte echt nicht mehr. Boah, das war echt schlimm. Also ich habe immer noch Kopfschmerzen und jetzt gehe ich heim ins Bett und werde versuchen, so ruhig wie möglich und irgendwann früh einzuschlafen, ja. Also es hat super angefangen, gell? Echt happy, hippie und dann Kopfschmerzen. Aber ich denke mal wirklich, das ist wirklich hier das Wetter. Wir hatten es ja echt, boah, kalt und dann plötzlich warm und die Stürme und ja. Ich habe mich so gefreut, weil heute Sonne gescheint hat, dachte ich, okay, super, da geht man aus. Nee, nichts was. Also in diesem Sinne. Schönen Abend, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lade es noch hoch und dann ist gut für heute. Bis hören uns wahrscheinlich morgen. Morgen ist Weiberfastnacht, ne? Weiberfastnacht, ja. Also, bis dahin. So, es ist dunkel oder es wird dunkel bei uns. Ah, gut, so dass man mich nicht sieht, ist echt verkarrt aus. Also der Kopfschmerz. Oh, der Schmerz ist schon heftig. Ja, was ich euch sagen wollte, eigentlich ist man ja Einläufe oder halt nicht Einläufe oder halt Darmentleerung, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit Salz, Glaubenssalz und Darmentleerung. Ja, im dritten Tag, erster Tag, dritter Tag und fünfter Tag und so, ne? Aber es ist nicht gut für den Körper. Deswegen mache ich einmal und heute irgendwann um 4 habe ich gespürt, mein Darm muss hier entleeren und da war ich schon lange drin. Also es hat sich alleine natürlich entleert. Das macht er auch, genau. Das wollte ich sagen zum Abend. So, aber jetzt werde ich Video hochladen und hinlegen, nichts tun, früh schlafen. Bis dahin.